Hallöchen Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute wird es ganz offensichtlich um diesen Kioskwagen, Kiosktruck, wie auch immer gehen, der einfach durch die Gegend fährt, irgendwo anhält, Klappe aufmacht und dann halt Zeug verkauft. Ihr kennt es doch. So typisch aus amerikanischen Filmen. Und Idee war, also die Idee kam von einem Abonnenten, nämlich dem Martin, mal wieder, der hat sich ja schon mal was gewünscht. Und es war eine kleine Umsetzung, das war gerade spontan, weil ich einfach in der Schule war und mir gedacht habe, jo, muss mal wieder was sein. Ja, genau. Also falls jemand anders das gerade guckt, der sich auch schon was gewünscht hat, was aber ein bisschen größer war, dann hat er vielleicht Nachsicht, weil ich die kleine Sache hier jetzt einfach vorgezogen habe, weil es einfach gerade gut gepasst hat. Na gut, aber wir legen einfach mal direkt los. Und zwar baue ich den hier einfach nochmal. So. Gut, womit fangen wir an? Slab. Wir brauchen eine Smooth Stone Slab und jetzt wird es schon interessant. Wie heißen die Dinger? Schalker? Genau, eine schwarze Schalkerbox. Denn eine schwarze Schalkerbox sieht so ziemlich genau aus wie ein Rad, finde ich. Das finde ich ziemlich cool. Und wem es so noch nicht genug aussieht wie ein Rad, der nimmt noch ein Item Frame und drückt den da dran. Und spätestens dann hat er einen Autoreifen. genau. Die setzen wir also immer gegenüber und lassen dazwischen zwei frei. So, die hätte ich eigentlich direkt so machen können. Und jetzt zählen wir mal von hier 1, 2, 3, 4 in jede Richtung. So. Also 2, 4. Und hier zeigen unsere Schalkerkisten nach außen. Also ihr seht, die gehen in die Richtung auf. Und selbes Spiel hier. Also hier nochmal 2. Hier eine Schalkerbox nach außen. Genau. Und hier eine nach außen. So, und damit haben wir schon mal so unseren Grundautorahmen. Ich fülle das auch direkt mal hier auf. Das sieht man ja später eh nicht richtig. Da lugt ja. Hoppala, da lugt ja keiner drunter. So, hier hinten erweitern wir das Ganze um 2 Blöcke und lasst es dann nochmal nach außen gehen. So ein bisschen wie beim Rennauto die Schnauze erstmal. Gut. Und nach vorne erweitern wir es um 3 Blöcke, aber lassen nichts nach außen gehen bestehen. Jetzt sieht es tatsächlich aus wie ein Rennauto. Witzig. So habe ich es noch gar nicht gesehen, weil ich den in einer anderen Reihenfolge gebaut habe. Okay, und damit sind wir mit denen schon mal fertig. Jetzt machen wir mal mit Terrakotta weiter, oder im Deutschen heißt es Lehm, meine ich. Ich nehme mir wieder Grün und Rot. Aber meine Güte, nehmt gerne, wenn ihr wollt, Blau, Orange, was auch immer. Irgendwelche Farben halt, die euch passen. Okay, und ich fange mal an, indem ich hier hinten so ein L baue. So, 4 Blöcke hoch, eins rüber. Und same hier. So. Und den Bereich, hier mal so fülle. Gut. Hier sind 3 Blöcke übrig und da setze ich auch einfach schon mal eine Doppelstufe rein. Jetzt 3 Stufen, weil da kommt später unsere Tür hin. Okay, wir machen das hier gleich mal direkt fertig, weil ich gerade schon die Stufen in der Hand habe. Also, hier sind unsere 2 Blöcke dran, dann setzen wir hier und hier eine Stufe dran. Dann kann der hier hinten einfach so drauf hüpfen und einsteigen. Das sieht man ja oft noch. Perfekt. Gut. Weiter geht es mit roten Blöcken, die setzen wir hier entlang, exakt bis auf Radhöhe und dann 2 Blöcke nach oben. So. Jo. Nach oben und hier auch nochmal 2. Und die sind jetzt aber nach außen versetzt, hier hinten, seht ihr. Geht hoch. Geht nach links über. So, jawohl. Und was fehlt? Jetzt können wir hier zwischendrin auffüllen und hier oben einen Ring aus grünem Terrakotta machen. Jetzt müsst ihr euch natürlich entscheiden, in welche Richtung ihr euren Laden haben wollt. Und ich nehme mal wieder die gleiche Seite. Und die andere Seite fülle ich fast komplett auf. Ich lasse hier oben nur 2 Blöcke, wo ich so ein kleines Fenster reinmachen kann. Und da sitzt ihr einfach jetzt schon mal 2 graue Glasscheiben. So, perfekt. Einfach damit so ein bisschen, ja, ihr wisst schon. Mir kam gerade noch eine Idee. Kannst mal ausprobieren. Das sieht wahrscheinlich ein bisschen zu arg aus wie im Gefängnis. Könnte man auch machen. Oh, der Regen, wie habe ich ihn vermisst. Wisst ihr was, wir sind wieder in unserer Regenwelt, deshalb regnet's.
Wer schon ein bisschen länger dabei ist, weiß es. In der Map habe ich angefangen zu bauen. Slash Web Clear. Ich habe es doch bestimmt noch gespeichert, genau. Und ich weiß, dass man dann Regeln ausstellen kann. Aber ich habe es spaßeshalber dann angelassen, weil in dieser Welt stimmt irgendwas nicht. Der kommt ungefähr alle 20 Sekunden gefühlt. Naja. Ich nehme hier weg die Blöcke. So. Dann können wir hier weitermachen. Gut. Decke. Für die Decke nehmen wir polierten Andesit, diese Stufen, und ziehen so einen Rahmen. Und damit es in der Mitte nicht wieder so kariert wird, nehmen wir da einfach Clean Stone Stufen. So, die bilden eine schöne Fläche. Okay, und damit ist der Raum hier hinten schon mal fertig. Also fertig natürlich nicht. Wir brauchen jetzt noch einen Boden. So. Hier lasse ich mal extra ein paar frei. Da kommen eh noch Blöcke hin. Das richten wir später noch ein. Gut, viel spannender wird jetzt hier vorne der Bereich und dafür nehmen wir uns nochmal polierten Andesit und setzen hier und hier direkt Blöcke hin. Gut. Unten an unser Rot. Hier innen drin können wir dann schon mal Holzblöcke setzen. So, 4 Stück. Und Wall. Machen weiter mit einer Stone Brick Wall. Die setzen wir hier. 2 übereinander, gehen dann 1 weiter nach vorne. Wieder 2 übereinander und 1 nach vorne und nur eine, dass so eine Treppe entsteht. Und jetzt müsst ihr euch überlegen, soll man einsteigen können oder soll man nicht einsteigen können? Wenn nicht, dann macht ihr es auf beiden Seiten. Wenn man einsteigen können soll, so heißt das, dann macht ihr die 2 nicht, die innersten. Gut. Stair brauchen wir als nächstes. Eine Treppe. Weiter geht's, indem wir mal hier ein Dach machen, indem wir tatsächlich wie so ein kleines Dächlein drüber setzen. Sieht jetzt am Anfang ein bisschen doof aus, aber da setzen wir 2 Stufen dran. Und da dran, Trapdoor, setzen wir hier, hier, hier und hier Eisen-Trapdoors. So. So sieht das Ganze dann aus. Dann haben wir schon mal das Dach. Jetzt nehmen wir Wool. Zum Beispiel Wolle. Ich fand Wolle da sehr passend. Setzen hier so ein Ding halt hin, was auch immer da, wo so wie so der Motorblock. Und schnappen uns dann diese Akazien-Trapdoor, weil die aussieht wie ein Gitter. Und ich finde, die sieht aus wie so ein Motor. Ihr wisst schon, das, was halt ein Motor vor allem hat, wo die Luft reinzieht. Ja. Gut. Jedes gute Auto hat natürlich eine Windschutzscheibe. Die setzen wir einfach von dieser Mauer hier so in die Ecke gehend. So. Und darunter, Iron Bar, ist noch so eine Lücke, wo wir gut Eisengitter reinsetzen können, finde ich. Sieht von vorne irgendwie cool aus. Hier kann man jetzt so ein bisschen reinlinsen, das ist nicht so schön. Aber wenn ihr was Besseres findet, könnt ihr es ja mal in die Kommentare schreiben. Da habe ich jetzt gar nicht lange gesucht, weil ich fand den Insgesamteffekt trotzdem gut. Redstone. Ich nehme schon mal die nächsten Blöcke, und zwar Redstone, ein Item Frame und Glowstone für unsere Beleuchtung. Nämlich, hat ein Auto nach vorne, Scheinwerfer, so, und nach hinten Rücklichter. Und dann nehme ich gern Redstone und Glowstone, weil Redstone sieht aus, als würde es rot leuchten. Und Glowstone leuchtet logischerweise gelb. Gut, dann ist die Kabine fertig. Jetzt machen wir mal ganz schnell noch innen. Dafür brauchen wir. Wie lange nehme ich eigentlich schon auf? Ich guck mal kurz. 8 Minuten schon. Ah, ich dachte, das wird mal ein schnelles. Furnace, einen Blast Furnace zum Beispiel. Trapdoor brauchen wir die da und die da. Und eine Chest brauchen wir. Barrel könnte man nehmen. Crafting Table könnte man nehmen. Cake als Deko habe ich drüben genommen. So, dann benutzen wir die mal. Hier setze ich einfach mal die Öfen hin. Ihr seht gleich auch, warum genau da die Öfen. Hier fast 2 Werkbänke. Kann man mal eine Kiste drauf. Die Trapdoors. Wobei, das war jetzt irgendwie dumm. Die machen wir lieber so und so. Jetzt kann hier noch ein Kuchen hin. Hier noch ein Kuchen, eine Kiste, hier noch ein Fass, hier noch ein Kuchen, Frame, hier nehmt ihr jetzt noch Item Frames, setzt die da rein, dann könnt ihr da noch rein drücken, was ihr wollt, was verkauft werden soll, und fertig ist die Einrichtung.
beziehungsweise nicht ganz fertig. Hier machen wir einen kleinen Holztresen. So, damit es ein bisschen hygienischer ist. Und hier, es regnet. Hier und hier setzen wir noch diese Birken-Trapdoors hin. Ich finde, das macht so ein bisschen einen abgerundeten Effekt. So, was fehlt noch? Einmal brauchen wir diese Mauer. Setzen sie hier, hier, hier und hier hin. Ja, und das ist unser kleiner Schornstein. Wer das gerne mag, Cobwebs, schlage ich nur vor, dass man hier noch so ein bisschen, wenn er gerade eh am Arbeiten ist, der Ofen, dass er dann auch so ein bisschen Dampf produziert. Gut, jetzt brauchen wir noch Carpets, also Teppiche. Rot, Grün und Banner in der gleichen Farbe. Und Strings. So. An diese Trapdoor setzen wir an diesen Block setzen wir einen Block, noch einen Block und noch einen Block. So, egal welcher. Und daran eine Trapdoor. So. An die Trapdoor. Noch eine, noch eine. Noch eine, noch eine, bis wir auf der Höhe von dieser Trapdoor sind. Also von hier bis hier geht jetzt die Richtung durchgezogen Linien Trapdoors. Und jetzt können wir das wieder wegmachen. Gut. Jetzt können wir alles hier zwischen, wenn wir shiften, also sneaken und gleichzeitig fliegen drücken. Dann bleiben wir auf der Stelle und können einen Block an einen Block bauen, der normalerweise reagieren würde. Also die Trapdoor wird ja normalerweise auf uns zugehen. Jetzt kann ich hier Strings hinsetzen. So. Und auf die Strings kann ich jetzt coolerweise hier Teppich einfach hinplatzieren und ich drücke wieder Shift und Leertaste. Das kann man gleichzeitig drücken und ihr seht, ich gehe gar nicht mehr hoch oder runter, obwohl ich das drücke. So, und dann kann ich hier Streifen draufsetzen. So, rot, grün, rot, grün. Und hier, das da ist jetzt bei dieser Markise, dieser Balken, über den es dann runterhängt. So. Das heißt, wir ziehen einfach die Linien vor. Und dadurch entsteht so ein schöner Markiseneffekt. Was ich verdammt cool finde, muss ich ehrlich sagen. Und damit ist unser LKW auch schon fertig. Beziehungsweise, ich mache was ich beim anderen sogar vergessen habe. Eine Iron Door hierhin und ein Button natürlich, damit man reinkommt. Und hoppala, auch wieder rauskommt. Ohne sich hier durchquetschen zu müssen. Hier ist es schwierig mit einer Eisentür, weil dann sieht er irgendwie zu protzig aus. Door. Ich probiere es doch nochmal kurz. Na doch, wem es gefällt, könnte man sich überlegen. Dann nimmt man noch eine Ladder, eine Leiter, setzt sie hier hin. Dann kann man hier hin drücken. Nicht reingelassen werden, dann drückt man nochmal. Das gehört dazu. Zweimal drücken ist ganz wichtig. Ja, ja. Und dann seid ihr hier drin. Und jetzt könnt ihr hier tatsächlich noch Stühle hinsetzen, hier ein kleines Lenkrad montieren. Irgendwie da seid ihr kreativ. Da findet ihr schon was. Gut. Und damit sind wir fertig. Martin, ich hoffe, es hat dir geholfen. Denn der Martin hat noch geschrieben, er baut gerade einen Freizeitpark und da passt das ja ziemlich gut rein. Wenn ich mal mehr so in die Richtung mit Autos mal so ein bisschen was Moderneres machen soll, ein bisschen rumexperimentieren, ich lasse mich gern drauf ein. Hier habe ich immer noch was anderes gemacht. Dann schreibt es trotzdem gerne. Und ich gucke mir das mal an und probiere mal rum. Ich hoffe, ihr hört nicht, dass mein Bruder gerade sehr laut im Hintergrund redet. Also, ich habe hier noch drei Birkenzäune hingesetzt. Ich weiß nicht, was das darstellen soll. Ich fand es passend. Und über jedes Rad hier, oder beziehungsweise über die vordere Räder und hinten so, habe ich noch Knöpfe hingesetzt, damit man ein bisschen Deko hat. Jetzt ist dieser Knopf hier irgendwie störend. Ja, dumme. Na egal, muss man mit leben. Was man da machen kann, ist, dass man einen Frame nimmt, einen Frame, und den Knopf besonders aussehen lässt. So. Ja. Zweimal drücken, ich sag's euch. Das ist essentiell, sonst geht die Tür nicht auf. Ja, auch, wenn man raus will, auch zweimal drücken. Und es hat nichts mit meiner Unfähigkeit zu tun. na gut, also. Ja, ich hoffe, ihr konntet was lernen. Habt Spaß, das Ding nachzubauen, wenn ihr es braucht. Lasst mich doch gerne mit einem Like wissen. Das finde ich immer ziemlich cool. Und genau, gerne auch wieder mit Kommentaren. Beim letzten Video habe ich mich echt richtig gefreut, was da an Kommentaren reinkam. Richtig schöne Kommentare, richtig viele. Es hat echt Spaß gemacht, das zu lesen und zu beantworten. Also da lasst doch gerne einen Kommentar da.
Falls ihr noch nicht abonniert habt, überlegt euch zu abonnieren. Ansonsten sehen wir uns in einem nächsten Video, will ich da hoffen. In diesem Sinne, tschüss.